Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist am Start und zwar in der nächsten Woche der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um ein Kabel von Micro-USB auf USB-Typ C. Und zwar ist das dafür geeignet, wenn ihr nur ein Ladegerät dabei habt. Sprich, also ihr habt jetzt nur das USB-Typ C-Ladegerät dabei. In dem Fall wäre das dieses jetzt hier. Dann braucht ihr natürlich kein weiteres USB-Ladekabel dazu, sondern ihr müsst einfach nur das USB-Typ C-Kabel hier reinstecken und das Micro-USB-Kabel in die passende Powerbank. Das ist eigentlich eine sehr passende Sache und man braucht eigentlich dann nur ein Netzteil. Warum ist das Ganze so möglich? Das Ganze ist möglich, weil wir hier hinten, wie wir sehen, den Ladeausgang haben und der Ladeausgang ist an der Stelle hier unscharf. Das ist gut. Ja, immer noch. Jetzt hat das. Und der Ladeausgang wäre jetzt hier an der Stelle bei 5 Volt, bei 3 Ampere, 9 Volt, 3 Ampere, 15 Volt, 3 Ampere und 20 Volt, 2,25 Ampere. Das heißt, ihr habt mit dem Switching-Adapter alle möglichen Standards unterstützt, ob 5, 9, 15 oder 20 Volt. Also ideale Eignung ist das Ganze. Ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Das Kabel an sich ist ja nichts gerade Besonderes, sondern wirklich nur hier das USB-Typ-C-Kabel und Micro-USB. So, der größte Unterschied ist eigentlich bloß, dass wir hier zum Beispiel ein mitgeliefertes Kabel haben, USB-Typ C auf USB-Typ C, beides männliche Stecker. Und hier haben wir halt USB-Typ C auf Micro-USB, auch beides männliche Stecker. Das können wir sowohl zur verwenden, wie gesagt, zum Powerbank laden. Das heißt, den Stecker hier rein, Powerbank daran auf Micro-USB, um die Powerbank mit maximal 2 oder 3 Ampere zu laden auf 5 Volt oder um das Ganze als Datenkabel zu benutzen zwischen einem USB-Typ-C Laptop und einem Smartphone bzw. USB-Typ-C Tablet und einem Smartphone oder Smartphone-Smartphone, also Typ-C auf Micro-USB, dass jedes Smartphone über die OTG-Funktion verfügt und somit kann man also idealerweise auch Daten austauschen oder das Gerät laden. Ja, wir versuchen das jetzt hier mal mit dem Anker PowerCore und zwar mit 20.100 mA, wie mit wie viel Volt und Ampere der denn so lädt über dieses Kabel. So, das ganz einfache zusammengesteckt und zwar wie gesagt das Ladegerät jetzt hier über das Typ C zu Micro-USB-Kabel, dann einfach nur in den Stromanschluss hinein. So, dann gucken wir mal. Der PowerCore meldet sich, indem er anfängt zu laden. Und jetzt hier müssen wir mal schauen, das Ladegerät an sich, wir müssen mal ganz kurz die Schärfe regulieren, sagt uns also tatsächlich 2 Ampere mit 5 Volt lädt er das Ding. Das heißt, in ungefähr 10 Stunden müsste es voll sein. Und das geht doch recht fix. So habt ihr also mit zwei winzigen Kabeln und einem Universal-USB-Typ-C-Ladegerät alles dabei, was ihr eigentlich braucht, wenn ihr denn nur ein Gerät gleichzeitig laden wollt. Ja, ziemlich praktische Sache. Da das ganze Kabel hier auch noch als Datenübertragung fungiert, kann man da wirklich nicht meckern. Das heißt hier, das ist das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel zu dem Ladegerät. Das verlinke ich euch mal. Den Multimeter verlinke ich euch auch mal. Und dann hier nochmal das Kabel, welches das Ganze natürlich ermöglicht, verlinke ich euch auch nochmal. Ja, hier wir sehen es konstant 1,94 Ampere. Tolle Sache. Das soll es dazu gewesen sein. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiedersehen.